Herzlich willkommen zu dem neuen Video am Sonntag, jetzt mit dem Update, auch mit NIO starten wir. Wurde ja gestern nachgefragt, was damit ist. Natürlich komme ich dem nach, hier hat sich allerdings weiter nichts getan zum Vergleich zur letzten Woche, deswegen hatte ich sie jetzt auch erstmal nicht mit aufgenommen, aber wenn natürlich danach gefragt wird, gehe ich da gerne drauf ein. NIO, ja, befindet sich bei 31 Euro. Hat das Korrekturlevel hier einmal angelaufen, jetzt hier nochmal knapp verfehlt, aber ein schönes neues Hoch gebildet. Ich zoome das Ganze gerne nochmal ran, damit wir da nochmal explizit drauf eingehen können. Ich kann euch auch nochmal zeigen, was ich hiermit meine. Das heißt, hier haben wir ein neues Hoch gebildet. Und von daher ist das erstmal sehr schön. Natürlich haben wir hier jetzt kein neues Hoch gebildet, sondern sind diesem Abwärtstrend hier erstmal beigeblieben in diesem Bereich. Ist jetzt nicht wirklich Rede wert hier diese Linie. Das ist einfach mal jetzt ein Versuch, aber ich würde sagen, hier muss man auf jeden Fall nochmal warten. Er ist auch jetzt hier nicht weiter hochgekommen. Das heißt, ich würde hier erstmal davon ausgehen, dass er eventuell, also der Kurs nochmal etwas runter, tiefer in das Korrekturlevel eintreten könnte. Wir haben auch jetzt hier zunächst, könnte man hier einfach mal einen Widerstand einzeichnen. Zumindest hier mal als mögliche Reaktionszone. Hier kam jetzt gerade schon eine Reaktion, hier war so ein Widerstand, der hat dann hier eben sehr gut gehalten zunächst mal. Also muss man aktuell mal schauen, man kann so die erste Tranche vielleicht machen, ja, das ist möglich, vielleicht auch nochmal warten, bis er nochmal hier runtergekommen ist, vielleicht auch nochmal ein tieferes Tief, wie gesagt, gebildet hat, um dann genug Kraft, Käufer etc. zu haben, um dann neuen Schwung aufzubauen. Also prinzipiell sieht der Chart sehr gut aus, auch intakt. Jetzt haben wir endlich die übergeordnete Korrektur gemacht und können uns jetzt dann neuen Zielen widmen, die dann auch hier oben gerne gesehen werden können. Jetzt auch diese Woche interessant gewesen, Jinko Solar war natürlich ein herber Schlag, sage ich mal, für die Investoren, die jetzt schon bereits in dieser Konsolidierungsphase vielleicht eingestiegen sind. Hier diese Konsolidierungsphase hier oben. Ich habe es jetzt mal gerade hier skizziert, damit wir vom selben sprechen. Die hat dementsprechend nicht für neuen Aufschwung gesorgt, sondern jetzt erstmal eine Korrektur. Schön ins Ziellevel dargestellt. Und jetzt hier gehe ich mal kurz raus. Wir wechseln mal, wenn jetzt hier, ja, jetzt, wenn wir das nochmal hier uns anschauen, haben wir jetzt den Retest quasi auf unseren Widerstand hier, der sehr schön ausgeprägt worden ist in der Vergangenheit, jetzt quasi hier nochmal. Das bestätigt, die Unterstützung wird vermutlich halten, rein charttechnisch ist das eine sehr markante Marke und das war eigentlich charttechnisch zu erwarten, dass er hier nochmal schön auf den Widerstand runterkommt und ich vermute, dass der jetzt dann genug Käufer auch findet in dieser Region, um dann auch neuen Auftrieb zu generieren, dass wir hier dann auch endlich mal unsere 155 Euro erreichen sollten. Zumindest rein charttechnisch wird das jetzt möglich. Wir müssen das natürlich jetzt ein wenig anpassen hier, die ganze Ziellevel-Region. War jetzt hier nicht gewollt. Ich gehe mal ganz kurz etwas aus diesem Ganzen raus und rekonstruiere quasi die Ziellevelregion und die beläuft sich nun, ja, eigentlich hat sich da nicht viel getan, ist einfach nur jetzt etwas tiefer, da wir einfach ein tieferes Tief gebildet haben. Wer sich jetzt fragt, warum habe ich das da unten angelegt, einfach auf dieser
Grundlage hier unten. So entsteht jetzt hier das Ziellevel übergeordnet bei ganz genau 150 jetzt. Ungefähr. So, ja, das war zu Jinko Solar. Also jetzt aktuell natürlich sehr schön. Ich kann jetzt auch gerne das weiter runterziehen hier als potenziellen Einstiegspunkt, beziehungsweise jetzt zum aktuellen Zeitpunkt hier oben. Ich habe ja letztes Mal hier oben den Punkt angesetzt, bei genau bei 50er Level. Kann man natürlich auch lassen, ist auch immer noch intakt alles, von daher immer noch positiv für diese Position rein charttechnisch. Dann Churchill Capital ist natürlich eine recht spekulative Geschichte. Natürlich, weil wir zum einen natürlich wenig Verlauf in der Vergangenheit haben und jetzt dann damit ja die erste Sequenz einfach nur beschreiben. Und da müssen wir eben hoffen, das ist dann die Spekulation, dass das so abläuft, wie man es sich vorstellt, dass hier ein Aufwärtstrend entsteht aus dieser ersten Bewegung, die dann weiterhin funktionieren könnte. Wir befinden uns auch aktuell noch in der Zone 78er Level, von daher ist das alles auch noch okay und auch noch intakt. Von daher, der optimale Einstieg wäre jetzt hier unten, einfach aus der Ansicht her, dass wir hier im maximalen Reaktionspunkt dann reagiert haben und ja, wie ich jetzt hier gerade schon versucht habe einzuzeichnen, hier ist das 68er Level und da erwarten wir die letzte Reaktion. Ansonsten müssen wir schauen und neues Chartbild uns aufbauen. Aber prinzipiell erstmal ja, passt alles, auch charttechnisch alles noch intakt. Jetzt muss allerdings eine Reaktion folgen, dass wir hier dann ja, die entsprechende Reaktion auch sehen. Wir haben jetzt hier so eine kleine, der Aktionär wird jetzt hier wieder irgendwie so ein Dreieck reinzeichnen. Ja, hier hoffen wir, dass der Ausbruch kommt und dann ist die Spekulation aufgegangen. Wie gesagt, muss man selber wissen, ob man das mitgehen möchte. Und jetzt kommen wir zu Palantir. Palantir bin ich jetzt auch aufmerksam geworden. Und ja, wir haben jetzt eine sehr, auch hier natürlich selbe Chartbild, sag ich mal. Aus nichts kommt dann die erste Sequenz und die wurde jetzt zunächst nochmal in einer übergeordneten Sequenz eingeleitet und baut sich gerade auf. Auch hier erhoffen wir uns eine Reaktion, die hier am Widerstand dann nochmal zur Geltung kommt. Natürlich muss man das mal abwarten. Also hier hatten wir auf jeden Fall ein neues Hoch gesehen. Daraufhin kam jetzt hier aber nochmal ein tieferes Tief, was eventuell dann auch nochmal für einen weiteren Anschub sorgen könnte. Also hier hatten wir ein Tief, daraufhin kam ein neues Hoch. Jetzt sind wir nochmal tiefer gezogen in Bezug auf das Level hier. Und von daher gehen wir jetzt einfach davon aus, dass wir ja, potenziell mit diesem Peak hier neue Käufe auch haben, die das Ganze hier nochmal pushen in ein neues Hoch. Das wäre so das Szenario, rein charttechnisch. Und dann hätten wir auch ein übergeordnetes Ziellevel von 62 Euro und das wäre jetzt dann verdreifacht. Dann gehen wir weiter zu Stratasys. Da wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Hatte ich vor ja, längerer Zeit mal analysiert in dem YouTube-Channel hier und ja, bis jetzt hat sich aber auch nicht viel getan. Wir haben jetzt hier aus dieser Region hier unten mal eine Sequenz aufgebaut, die hier ja erstmal gut funktioniert hat. Wir haben hier zunächst jetzt erstmal nur ein Korrekturlevel, auch hier kann man erstmal nicht viel sagen, aber auch ja, wer hier 3D angehaucht ist und da Potenzial sieht, kann man hier nochmal schön den Einstieg finden. Übergeordnet haben wir hier Ziellevel von 166 Euro, aber das ist rein ja, ein fiktiver Wert. Also das mögliche Ziellevel
wenn jetzt diese Reaktion kommt, die wir erwarten, dass der weiter hochgeht und zunächst mal diese erste Sequenz abarbeitet, dann können wir das mal in Augenschein sehen, aber aktuell noch spekulativ. Dann Proto Labs, auch hier bin ich schon mal drauf eingegangen. Wir haben uns hier mal einen Einstieg markiert bei 122 Euro. Bis jetzt nicht weiter schlimm. Schön wäre natürlich gewesen, wenn wir hier eine Reaktion gesehen hätten. Und zwar hier in diesem Bereich 50er Level in Verbindung mit dem Widerstand. Hat leider zunächst jetzt nicht funktioniert. Jetzt müssen wir uns entweder auf diesen Bereich hier konzentrieren, der auch hier schon gewisse Reaktionen hervorgerufen hat in der Vergangenheit. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann müssen wir sowieso nochmal schauen. Aber prinzipiell wäre dann hier nochmal die Unterstützungszone in dem Bereich. Also aktuell rein charttechnisch natürlich schön. Wir haben hier sehr schöne Aufwärtsbewegungen gesehen. Diese Aufwärtsbewegung resultierte dann wieder in der blauen. Die wurde auch sehr schön abgearbeitet. Und ja, jetzt haben wir wieder eine übergeordnete Sequenz. Aber auch hier haben wir gesehen, dass die ein bisschen untergelaufen ist. Also auch hier können wir natürlich immer noch die Trendwende dann sehen und ein neues Hoch dann eventuell auch generieren. Das bleibt dann mal abzuwarten. Aber 95 Euro ist, denke ich mal, für die Aktie akzeptabel. Ehang, muss ich mal ein bisschen runter gehen in der Timeframe, ist dasselbe Chartbild. Ihr seht schon, das ist eher so ein bisschen das spekulative Update heute im Vergleich zu gestern. Hier ist auch schon vieles passiert. Wir haben hier sehr tiefe Sequenzen aktuell überall. Jetzt auch hier natürlich einfach nur eine Aufwärtsbewegung, die wird jetzt korrigiert, recht wenig Historie im Chartverlauf. Das heißt, hier kann man spekulieren, dass der Widerstand hält, der jetzt hier sich hier mal ausgebildet hat. Auch hier hat er schon eine schöne Kerze mal generiert. Kann man spekulieren auf ein schnelles 100% Ziel, das dann hier bei von, sag ich mal, 29, was wir letzte Woche ausgemacht haben oder bei der letzten Analyse, kann ich aber auch hier gerade nochmal anpassen. Wenn man jetzt hier einsteigt bei 34, dementsprechend dann irgendwie hier in dem Bereich, dann könnte man darauf spekulieren, dass wir hier ein neues Hoch sehen und dementsprechend die 100% mitnehmen. Auch diese Kell, diesen Spec, das wird ja auch dann interessant, aber aktuell gibt es da auch keine neuen charttechnischen Updates. Dann Yin Yang Goldwyn, aus der Perspektive, dass China auch erneuerbaren Energien und auch neutral werden will, dann CO2-neutral auf lange Sicht natürlich, kann man da auch drauf schauen und sich mal positionieren. Leider ein bisschen zu spät jetzt auf diese Aktie aufmerksam geworden, deswegen muss man mal schauen, ob man hier einen sinnvollen Einstieg finden kann. Wir spekulieren hier auf einen Einstieg bei 1,40 Euro um den Dreh. Wir haben dieses Level auch schon gesehen, wir sind schon sogar schon hier drunter gelaufen bei 1,37. Da hofft man natürlich, dass man das Ganze nochmal etwas tiefer sehen kann. Er ist auch nochmal hier ein bisschen am Runterlaufen und dann hat man hier ein sehr schönes Ziel bei der 100% Marke. Von daher prinzipiell natürlich eine nette Sache, wenn man da einen sinnvollen Einstieg findet. Nur noch ganz kurz auf Kell, hatte ich jetzt gar nicht geplant, aber ich habe es jetzt angesprochen. Bis jetzt gibt es hier kein Update, immer noch um die 10 Euro. Könnte aber dann durch den Spec dann doch vielleicht eine Reaktion folgen, aber auch hier natürlich spekulativ. Und man müsste dann ein Szenario bilden, was eben, oder eine Idee haben, was hier passieren sollte, um hier dann auch eine Spekulation zu machen. Denn die 100% Marke ist dann doch recht weit oben und für mich dann eher ein schlechtes Chancen-Risikomanagement.
iRobot hat mich auch mal Leute angesprochen von euch, natürlich auch immer gerne mir da eure Wünsche zukommen lassen. Gerade auch für nächste Woche werde ich jetzt etwas planen, dass ihr gerne mal eure Wünsche teilt, was euch gerade so auch interessiert. Von daher möchte ich das für nächste Woche mal anstoßen. Gerne dann per Instagram mir schreiben oder unter die Kommentare und dann gehe ich da drauf ein. Jetzt aber erstmal auf iRobot. Hier haben wir ja die Korrektur gesehen. Die ist hier von 160 auf in der untersten Punkt, im untersten Punkt auf 87 runtergegangen. Und ja, von daher natürlich sehr schön, weil wir hier das Korrekturlevel bei 84 gesehen haben. Natürlich hier der Widerstand auch gut funktioniert aktuell. Ist jetzt in einer Konsolidierungsphase. Ich zoome das Ganze auch gerne noch etwas ran. Und übergeordnet würde ich dann hier die 100% sehen wollen bei 200 € beim neuen High. Ja, das wäre so das Szenario, um ja, das hier eine Position öffnen zu können oder wollen. Das ja, muss man schauen. Also ich bin dort nicht investiert und ja, bleibt offen. Dann Uber wollte ich auch einfach mal wieder mit aufnehmen. Ja, würde ich hier nochmal abwarten, ob dieser Widerstand hier oben, der sich hier gerade so bildet, hält. Ansonsten würde ich hier das, also das war quasi hier auch ein Retest auf dieses, auf diesen All-Time-High-Punkt, der jetzt hier stattgefunden hat, öfters mal jetzt auch die 50, das 50er Level, die Korrektur abgearbeitet, untergeordnet und das übergeordnete Level von 60 € steht noch aus und natürlich keine 100% Position, von daher auch aktuell leider nicht interessant. Auch bei Afria wollte ich auch noch mal drauf eingehen, ist ein bisschen kurios hier. Ich hoffe, der Überblick ist trotzdem noch zu sehen. Wir sind sehr weit oben hier, auch allgemein natürlich im Chart sehr weit oben. Von daher, wir haben auch ein neues High gebildet, wie man jetzt hier sieht. Und das ist quasi auch hier wieder so ein Retest auf das All-Time-High. Wenn das hält, dann denke ich mal, kann man hier auch einen sehr schönen Anstieg dann verzeichnen, der ja dann auch positiv ausfällt. Aber auch hier, wir haben ein All-Time-High von 26. Das wäre genau 100%, könnte man eingehen, aber allgemein charttechnisch sehr weit oben. Und da könnte man doch schon mal von einer Korrektur ausgehen. Allerdings ist die jetzt auch schon erfolgt, wie wir es gerade sehen. Auf jeden Fall hier schön mit dem Widerstand. Also wer da unbedingt rein will, der kann da mal sich ausprobieren. Aber aktuell würde ich doch dann erst noch mal abwarten. Livent war ja auch interessant mit BMW. Und allgemein auch charttechnisch noch ein bisschen ja, unterm Level. Wir haben hier mal ein neues High gebildet. Jetzt die schöne Korrektur auch abgearbeitet. Also alles sehr, sehr solide aufgebaut. Und ja, wer da einen Einstieg findet, das denke ich mal, macht auf jeden Fall auch Sinn. Wenn wir jetzt hier das Ganze mal durchgehen, hier wäre 12 € der Einstieg im Optimum, ansonsten jetzt 14, gehen wir mal weiter, das wären 28, das wäre dann hier ein neues High und Chancen-Risikomanagement würde ich hier dann doch positiv einschätzen, wenn wir hier ein neues Hoch bilden, dann auch das 100% Ziel mitzunehmen. Ja, ansonsten habe ich hier jetzt auch schon wieder die 20 Minuten erreicht. Ich würde sagen, das war dann auch das Update für diesen Sonntag. Wer natürlich Wünsche hat, wie gesagt, gerne mal übermitteln und dann werde ich die nächste Woche mit euch gemeinsam durchgehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.